Obwohl er wegen seiner skandalösen erotischen Eindeutigkeiten 400 Jahre lang verboten war, hat der berüchtigte chinesische Roman Das Gebetbuch der Sinnlichkeit während seiner Verbannung nichts an Brisanz verloren. Der gelehrte Wei kann sein Glück kaum fassen. Er darf die wunderschöne Ti heiraten. Es heißt, ich behandle meine Tochter wie eine Gefangene. Ich bin stolz darauf zuzugeben, dass es wahr ist. Jetzt, wo du ihr Ehemann bist, wirst du die Disziplin meiner Erziehung zu schätzen wissen. Doch im Bett will es nicht so recht klappen. Frustriert landet Wei im berüchtigten Pavillon der ultimativen Glückseligkeit, wo sich die schönsten und tabulosesten Frauen des Landes tummeln. Wie können die Götter so etwas zulassen? Wieso wurde ich als Mann geboren, wenn meine Männlichkeit so klein ist, dass ich sie genauso gut amputieren könnte? Dort beschließt er, seinen winzigen Penis durch den eines Hengstes austauschen zu lassen. Wenn ihr den, den ihr jetzt habt, nicht mögt und ihn durch einen größeren ersetzt, werdet ihr euch gleich viel besser fühlen. Seid ihr sicher, das funktioniert? Ein schriller Erotik-Blockbuster aus Hongkong mit opulenter Ausstattung und echten japanischen Pornosternchen. Sehr beeindruckend, nicht? Sex and Zen.